Ich teste als erstes, ob das hier mit dem Schlüssel klappt. Ding ding! Lasst uns bitte rein. Am besten noch direkt am Fahrstuhl. Ich habe jetzt den Killer für dich. Let's get this done. Finally, jetzt auch aufgebraucht. So, wir können hier jetzt nach oben. Hier ist anscheinend noch irgendwas. Ich habe aber keine Ahnung wo. Und außerdem müssen wir so oder so hier früher oder später nochmal hin. Also, egal. Ab nach oben. Hier bei My Friendly Neighborhood im Hotel. Hier, wo wir eigentlich die ganze Zeit lang sein sollten. Denn hier ganz oben ist eine Antenne, die wir reparieren sollen. Dafür sind wir überhaupt hier. Also, hey, wo verschickt ihr euch, hä? Ihr wollt, dass ich hier durchgehe? Ist das so? Mhm. Habt ihr eine Falle für mich aufgestellt, oder was? Jemand war sehr kreativ. Oder sehr jung. Die machen Geräusche. Ich glaube, die schlafen gerade. Danke, nehme ich mit. Haben wir überhaupt Platz? Ja, geht so. Ist da drüben und macht da Musik? Was? Hi? That music's gonna drive me crazy. Ja. Aber sowas von. Puzzle? What? Ey! Dreht das? Kumpel? Hey, kannst du das mal bitte lassen? Es nervt. Lass es bitte. Okay, hört mir nicht zu. Was, wenn ich das hier hebe? Es wird nichts verbunden. Noch nicht. Ist alles zu. Oh Gott, da oben sind sehr viele Räume. Warte, hier ist noch frei. Hier können wir noch reingehen. Oh Gott, was ist das hier für ein Gebiet? Wo sind wir hier? Ich glaube, die wohnen hier, oder? Okay, haben wir ein Drehbuch. Lese ich jetzt nicht durch. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Okay, verschlossen. Schade. Oh, hier könnte man speichern. 0, 0? Was soll das heißen, 0? Was haben wir hier? Eine Vending Machine! Mit Limo. Es gibt keine Limos mehr. What? Was ist das? Ein wenig Limonade einer Pappdose. Okay. Ich bin jetzt schneller. Lecker, aber nichts Besonderes. Was? Okay, ich verstehe gerade gar nichts. Gehen wir erstmal weiter. Ah, verschlossen. Okay. Dann müssen wir oben in diesen bunten Räumen rein. Wie es scheint. What the hell? Du bist creepy, Mann. War bestimmt auch jemanden, dem wir helfen müssen. Gehen wir erstmal hier rein. Bin ich in dem Digital Circus oder was? Hilfe. Hi. Na? Nur im Schlafen oder tot? Geiles Feuer. Mit der Glühbirne. Perfekt. Ein Buch. My Art. Also meine Kunst. Von Arnold. Aha. Ja, sieht cool aus. Cooles Gesicht. Hier Auge, Auge, Nase und so ein Kickelmund. Fuchs. Ein neues Land. Fünfmal Japan. Ja. Das, wovon ich mehr essen sollte. Und das war's. Cool. Ist irgendein Hinweis? Ein Schlüssel? Es gibt noch einen Schlüssel? Ich dachte, wir hätten alle. Was? Okay, warum? Wir brauchen irgendwas, was wir ansonsten reinlegen können. Hä, aber kann man den theoretisch einfach einen ganz normalen Schlüssel reinlegen? Das probiere ich später mal. Gehen wir erstmal in die anderen drei Türen rein. Mich interessiert gerade ein bisschen mehr, was in den anderen drei Türen abgeht. Küche. Überprüfen. Ich nehme an, hier könnte was platziert werden. Oh, hier sieht man es auch schon, was hier hin soll. Okay. Wir sollen hier, glaube ich, aufräumen. Ja. Ja, wir sollen ja aufräumen. Ich nehme an, hier könnte man was platzieren. Oder habe ich noch nichts? Kann ich euch mitnehmen? Es gibt nichts zum Kleinhacken. What? Mit dem Pappmesser? Ja, ich auch nicht, Kumpel. Was zur Hölle?
Darf ich jetzt die Sachen mitnehmen? Tomatenmilch. Du, ich hab keinen Platz mehr. Warum sind die zwei groß? Milch aus Pappe. Nein. Okay, die Milch. In die rote Box. Dann wird's Käse. Wo ist denn hier die rote Box? Ich meine, hier sind mehrere rote Boxen, aber die hier ist wahrscheinlich gemeint, ne? Zack. Dann! Käse! Okay, Käse muss geschnitten werden. Warte. Top. Banane! Leute, so entstehen Bananen. was? Okay, wir haben eins der Items jetzt. Ich hatte das. Ja, okay, steht alles nur aus Pappe. Muss ich nicht lesen. Hab ich auch keinen Inventarplatz mehr, ne? Eigentlich nicht. Oder? Reicht das noch für irgendwas hier? Okay. Ich komme gleich nochmal zurück. Oder wisst ihr was? Ich gehe am besten direkt schon mal mein Inventar umändern. Dass ich die meisten Munitionen raus tue. Einen irgendeinen random Schlüssel mitnehme, um es auszutesten. Und ansonsten. Was brauchen wir noch? Aber ja, einfach generell Inventarplatz, ne? Ja. Ja, so, wir haben hiervon genug. Hier ist so viel Muni. Tu mal eins weg. So. Nehmen wir mal irgendeinen Schlüssel mit. Wir haben hier so viele Schlüssel. Nehmen wir mal einen mit. Zum Testen. Jetzt habe ich immer keinen Platz, ne? Pass auf. Ja, dann tu mal nochmal einen Stapel an Muni weg. Bam. Jetzt habe ich das so. Ich tue mal die falschen Sachen. Das reicht nicht. Es wäre auch besser, wenn ich so ordne, glaube ich. Ja, jetzt habe ich Platz. Okay, perfekt. Jetzt können wir es ausprobieren. Dang, dang. Aber das ist irgendwie cool. Hier ein bisschen rumrätseln und alles. Ich teste als erstes, ob das hier mit dem Schlüssel klappt. Oh nein. Ich habe mich gerade unironisch erschreckt. Die wird festgeklebt, Alter. Da brauche ich nicht zweimal nachdenken. Was? Ändern. Ich hab nichts zum Ändern. Okay, dann hat das nicht geklappt. Mies. Komm, gehen wir kochen. Jesse, wir müssen kochen. Wir brauchen Tomaten. Gut gemacht, Jesse. Den hacken wir jetzt. Ketchup! Yippie! Und den Ketchup, den tun wir in den Ofen. Nicht. Warte. Hier. Was heißt Ofen? Mikrowelle meine ich. Sorry. Genau, tun wir in die Mikrowelle. Yay! Dann! Jetzt haben wir. Was ist das? Irgendwas anderes! So, Suppe! Tun wir ins Haus? Haus? Oder hier drauf? Ah, auf dem Backofen, okay. Und dann wird es zu 20 Sekunden lang nicht hinschauen. Okay. Ich meine, in der Zeit kann ich ja eben kurz mein Video liken. Ja. Hab ich auch noch gesubbt? Ja, ja, okay. Also sogar mit Glocke, okay. Gut. Seid ihr fertig? Nein, noch nicht. Okay, okay. Ich muss kurz wegschauen. Ich weiß nicht, dann. Dann ist es fertig. Haben wir einen Topf. Perfekt. Und alles zusammen in den Schrank legen. Nach 5 Sekunden haben wir einen Fake-Schlüssel. Ja. Banane hier? So? Keine Ahnung. 1, 2, 3. 4, 5. Ja. Danke, magische Pappe. Boah, da haben wir doch gleich Lust, die Tendulabo zu kaufen, wenn die auch so magisch ist. Nein, keine Ahnung. Okay, perfekt. Dann haben wir zumindest das Rätsel hier gelöst. Die ist tot. Bam. Bam. Yippie, haben wir Schlüssel.
Weißt du noch nicht, wo der hinkommt, aber yippie, ich habe Schlüssel. So, zwei Räume haben wir noch nicht mal abgecheckt. Hier ist ein Schlafzimmer. Süße Katze. Und ein gruseliges Gesicht. Hilfe. Und ein Rahmen in einem Rahmen. Aha, aha. Ey, das ist mein Computer. Geht das wirklich? Okay, das ist cool. Das ist cool. Switch Game. Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod. Entschuldigung. Hab ich's kaputt gemacht? Ich hab's kaputt gemacht, scheiße. Gibt das also nicht sein. Geh mal gleich raus und wieder rein. Vielleicht geht es an. Okay. Bisschen Stuff. Aber nicht so viel Stuff. Boah, Papyrus, wohnst du hier? Ich geh nochmal raus und wieder rein. Ich glaube, ich habe einfach die Computer gerade kaputt geschrottet. Das ist abgestürzt, das ist gebluescreen. Muss wieder nach, jetzt ist er wieder nach hochgefahren. Okay, zurück. Was haben wir noch? Jump Game! Go! Yay! Yay! Okay, da kannst du immer in der Luft stehen bleiben. Car Game! Und so ist William Afton gestorben. Ende. Pix. Okay. Oh, schön. Schön. Ihr seid die besten Freunde. Ricky hat Geburtstag. Schön. Der Turm. Nee, die Antenne. Da müssen wir hin. Nicht so schön. Könnt ihr entscheiden, ob das schön ist oder nicht. Für manche ist es schön, swallowed zu werden, I guess. Okay, wir haben ja Dateien. Wo sind meine Socken? Socks. Socks. Wo sind meine Socksen? Keine Ahnung, Mann. Fisch, 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 Fisch. There's Fisch everywhere. Fisch everywhere. To do! Finde meine Katze. Das muss ich auch tun. Aha. Viel Spaß, viel Glück. Hi, wie geht's dir? Mir geht es gut und dir? Ich glaube, der ist nicht mehr online. Was haben wir denn hier? Login. Kamera, A, B. A? Was? Wir können ja was. Like that came from the other room. Wir haben irgendwas geöffnet. What? Kamera B? Und da haben wir jetzt auch wieder was geöffnet. Okay, wir haben zwei Orte. What? Dieses Gebiet verwirrt mich übelst. From the other room. Hier? Oh Gott, hier ist jemand. Nee, von hier nicht. Ach, der Pappsch. Nee, oder? Wir haben jetzt scheinbar einen Schlüssel für die Boxen hier. Wir haben Wachsmalstifte. Ah nee, die kann ich aufsammeln. Aber das Puzzleteil können wir aufsammeln. Was? Ein Puzzleteil für... Ah nee, aus Pappe. Okay, wir brauchen... Was waren das? Vier Stück? Hi, lebst du? Nee. Penthouse-Karte! Mein Haus! Perfekt! Cool! Okay, hier sollen wir einfach nur generell Rätsel lösen und Items sammeln. Hier geht's gar nicht weiter. Oder? Ich glaube nicht. Was im Bereich Penthouse? Hotel. Ja, da sind wir wieder im Hotel, ja. Aber es wäre auch cool, dass es hier also so gekritzelt ist. Sonst ist ja alles so wirklich wie so eine Blaupause, aber hier ist einfach gekritzelt. Das erdet ein bisschen zum Charme, das ist cool. Hi. Real looker here. Mommy must be proud. Ja, Mami ist stolz, den anzuschauen. Aha. Das Bild kennen wir. Wir können damit nichts machen. Okay. Wir sind hier aber auch fertig in dem Raum. Obwohl hier gleich ein Gegner spawnt. Seltsam. Gucken wir nochmal in den anderen beiden Räumen vorbei. Hier ist sich jetzt was geöffnet worden oder so. Maybe. Das ist der einzige Raum, wo wir noch nicht alles haben. Warum? Weil hier eine Chocolate Bar ist. Das ist wirklich das einzige? Ja, jetzt haben wir alles. Schön. Toll.
Jetzt sind wir hier fertig. Okay. Ja, wie gesagt, ich brauche die Shopping Pass eigentlich nicht. Bin ich so ein riesiger Fan davon. Hat sich jetzt was geöffnet? Nee. Hier ist nichts. So? Ich komme nicht lang. Na gut. Wo war denn diese andere Box? Ach, die war im Safe Room, oder? Okay, warte. Geben wir erstmal unser Puzzleteil ab. Unser Jiggy. Ja, wo kommt der hin? Ah, wird automatisch gemacht. Schade. Wäre cooler gewesen, hätte ich zusammen machen müssen. Ach, wir machen ein Bild von dem Dude, der da Klavier spielt. Das ist cool. Nur leuchtet das so, dass man es halt nicht sehen kann. Okay, irgendein roter Dude. Ja, hier ist der Weg versperrt. Vielleicht kommt man auch niemals lang, weil hier gibt es auch keine Tür auf der Map. Hier sollten wir lang können. Oder wir können zumindest versuchen, da lang zu gehen. Wieso fehlen uns noch so viele Puzzleteile? Irgendwas stimmt da nicht. Okay, hier ist der nächste Puzzleteil. Die sind alle immer. Da ist immer sowas drin. Verstehe. Tun wir mal den Schlüssel weg. Der hat nicht funktioniert. Und die Bar. Perfekt. Ja. Perfekt. Klasse. Okay, da können wir auch nicht rein. Verstehe. Blöp. Play. Wo sind die anderen beiden? Warte. Gehen wir nochmal einen Raum zurück. Was ist dieser? Hä? Hat aufgehört, obwohl er seine Animation weitergeht. Ah, okay. War nur ein Bug. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Seit wann bist du denn hier, Kumpel? Magst du dich mal verpieseln? Bam, bam, bam. Euch muss ich gleich mal zukleben, beide. Hä? Okay. Grafik backt gerade ein bisschen rum. Bam, 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 bam. Schaut doch, schaut doch. So, mit euch will ich nie wieder was zu tun haben. Ein Schlüssel kann hier in das Buch rein. Was? Pentagon? Was? What? Hallo? Ist da jemand? Das war nicht gewollt. Keine Absicht. Cool. Ich habe ein eigenes Swimmingpool. Cool. Warum redet das Wasser mit mir? Ich werd verrückt! Ich will ins Wasser. Ich darf nicht ins Wasser. Ist nur aus Pappe, ist gar nicht echt. Und hier kommt der Sound. Ist das ein Speaker? Achso. Ich kann euch nicht mehr festkleben. Ich hab den Kleber nicht mitgenommen. Aber sonst ist so wichtig. Ist hier überhaupt was? Hier ist gar nichts. Ist nur ein Übergang zum nächsten Raum. Warte mal, da oben ist das 5-Cent-Münze. Komm ich da ran? Oder ist das nur Deko? Weil der Raum gilt als abgeschlossen, obwohl da eine riesige 5-Cent-Münze ist. Was? Was geht hier ab? Hi. Berühren. Okay, hier ist es. Okay, verstehe. Ja, 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 verstehe. Perfekt. Hab's schon direkt verstanden. Hier. Eins. Warte, ich verlasse nochmal den Raum raus und rein, weil ich habe das hier auszusehen berührt und ich weiß nicht, ob das jetzt, ne, noch zählt und ob nicht. Und ja. Nur um sicher zu gehen. Geh ich nochmal raus und rein. Okay. Eins. Zwei. Was war als nächstes? Die Länder waren, ne? Drei. Vier. Und 5. Tatsache, war richtig. Achso, ich dachte gerade nur Muni? Ne, hier ist noch ein Puzzleteil. Perfekt. Okay, eins fehlt uns noch. Jetzt habe ich eine Münze. Hm. Cool. Ich glaube, das war's ja auch schon. Mhm. Gut, dass ich direkt verstanden habe. What? Zumindest ist es cool gemacht.
Die fühlen sich jetzt schon ein bisschen wie in der Freiheit. So ein bisschen. Das zumindest, die haben sich zumindest Mühe gegeben, dass die Puppen sich in der Freiheit fühlen. Kassenbericht, Stadtanzeiger, Samstag, 1. Januar 1983. Boah, richtig lang her. Kassenbericht, das Winterlied der Puppen, der 8. Film der Meine freundliche Nachbarschaftsreihe, spielte am Feiertagswochenende nur 1,4 Millionen Dollar ein, womit er weit hinter seinem Budget von 25 Millionen Dollar zurückbleibt. What? 25 Millionen für einen Film? Also, für so Sesamstraßenfilm? I'd really just... Was? Irgendwas, a cheeseburger to go. Like a cheeseburger to go? Keine Ahnung. Menu. Oh. Das ist aber cool gemacht. Das gefällt mir. Und hier ist dann ein Papptiger. Okay, jetzt gerade ist er keiner, aber ich stell's mir einfach mal vor. Denn da sind die Speaker. Cool. Oder ist es genau das Gegenteil vom cool? Was? Ich, ihr Viecher. Oh Gott, verschwindet. Oh no. Hä? Einmal im Kreis? Warum? Mir fehlt noch was. Mir fehlt immer noch ein Teil. Hä? Was? Mir fehlt immer noch ein Puzzleteil. Oder ist es hier in dem Raum drin? Das muss ja eigentlich so sein. Blam? Muss irgendwo eine Truhe sein, die ich übersehen habe. Sonst was anderes fällt mir nicht ein. Warte mal. Ansonsten hier oder da in dem Raum. Da könnte noch was sein. Das, ja, doch, 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 da könnte noch was sein. Jetzt muss ich mal genauer umschauen. Habe ich mich hier schon? Ah, sieh mal einer an. Hier habe ich mich nicht umgeschaut. Hier war noch Stuff und die sind auch fertig jetzt. Aber warte mal. Hier ist auch noch was, ne? Wenn hier auch noch was ist, dann ist sie vielleicht... Was ist denn hier? Reflexion, Teil 1. Ich wandere allein durch die dunklen Straßen der Stadt. Das Viertel ist menschenleer, zerfressen von Konzernen, die sich über die Stadt hermachen wie Aasgeier über einen Kadaver. Die verfallenden Gebäude, das zerbrochene Glas, das auf dem rissigen Pflaster glitzert, das durchgedrückte Auto, das sich auf seine platten Reifen stützt, erwecken den Eindruck, als wäre das Herz der Stadt zu einem Schlachtfeld geworden. Der schwache Schein einer Ampel verleiht der ganzen Szenerie eine übernatürliche, geradezu unwirkliche Atmosphäre. Ich zähle die Reihen von Fenstern, hinter deren zugezogenen Vorhängen sich die ein oder andere Person in einem dunklen Apartment versteckt und allein fernsieht. Ein quälendes Gefühl der Angst nagt an den Wurzeln meiner Eingeweide. Ich fühle mich, als stünde ich am Rande eines schwarzen Abgrunds, kurz davor in die Leere zu stürzen und für immer zu verschwinden. Ich bin allein. Selbst hier, im Herzen der Stadt, bin ich unendlich allein. Damn, that's deep. Was geht denn hier jetzt ab? Oder? What the hell? Da braucht jemand Therapie. Ich auch. Nachdem ich das gelesen habe, vor allem dann. Okay, jetzt habe ich sie zumindest alles. Okay. So, wollen wir unserem neuen Freund mal Hallo sagen. Und vielleicht kann er uns weiterhelfen. Ich will zumindest mal hoffen. Plopp. Hi. Kumpel. If you didn't stop banging on the piano like that, my ears were gonna start bleeding. Ja. No. Do what? I can't read music. Ich kann nicht Musik spielen. Wow! Okay, okay, okay. Er nimmt mich hostage. Ich muss jetzt Musik spielen. Ja, bei. Guys, okay? Great. Sounds good, buddy. I'm gonna go now, okay? Mach sein Ding, ja? Blöp. Musik für vier Hände. Gordon hat Arnold geholfen. Was passiert hier? Wo fahren wir lang, Arnold? Ciao, Arnold! Wo bin ich? Komm nicht mehr zurück, ne? Der fährt einfach ohne mich jetzt weg. Ich hätte speichern sollen erstmal. Okay, warte. Heal mich. So, bin voll hier, bin ready für alles, was jetzt auf mich zukommt. Werden wir
Beobachtet? Stopp. Error. Fine. I guess I'll go out and do it myself. Ah, nee. Dafür sind wir doch hergekommen. Die müssen ja die Antenne reparieren, weil die die ganze Zeit broadcasten. Und so eine Kacke broadcasten. Das endet nicht. Dafür sind wir hergekommen. Roof Access. Yo! Sind wir jetzt wirklich am Ende? Ach du Scheiße, ich wollte noch gar nicht zum Ende. Ich bin noch gar nicht ready. Na gut, mit dem Ding in der Hand bin ich, glaube ich, doch ready, oder? Was? Hier war gerade was. Klettern wo? Klettern was? Hm? Stopp. Warum ist meine Hand so freaking lang und eklig? Geht hier hoch. Gut, das ist gruselig und wie eklig. Weiß auch nicht. Seltsam. Wir sind oben. An der Antenne. Können wir wieder runter? Nee, können wir nicht. Okay. Es geht nur einen Weg nach oben. Und das ist der Weg nach oben. Das im Regen. Was in einer Nacht. Alles an einer Nacht. Aber unser Abenteuer muss jetzt auch mal endlich enden. Ob es Wiki gefällt oder nicht. Wir sind aus einem Grund hergekommen. Das ist die Antenne. Und hier ist sie. Ja, Moment, wir müssen noch ein paar Meter nach oben, dann sehen wir die gleich auch richtig. So. Hier. So. Ah, hier war schon jemand mit Werkzeug. Perfekt. Okay, los geht's. Komm schon. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Fast da. Da ist es. Okay, los geht's. Hoffentlich kommt jetzt kein Stromschlag oder so. Kein Blitz. Das wäre blöd. Okay, wo habe ich mein Werkzeug? Sag doch unten. Ah, ja. Von zu Hause mitgenommen. Lag ich im Inventar, lag in der Hosentasche. Okay, ich dachte, jetzt kriege ich ein Minigame, einfach nur Cutscene. Okay. Ricky! Gordon, you don't have to do this. I don't want you broadcasting, Ricky. You're gonna hurt kids. Hurt them? Gordon, we want to help them. They need us. You need us. What? What? For what? Gordon, look at this city. The buildings are dark and the streets are empty. No one knows how to be a friendly neighbor. It's a city of shuttered up hearts, and they need someone to let in the light. I don't think that's you. You know why I think we got canceled? Why? Because people like darkness more than light. Why would they do that? Maybe it makes them uncomfy, because it shows how messed up they are. What are you talking about, Ricky? I'm talking about our show, Gordon! We show them how to be friendly, and they hate that because they're not friendly. I don't think that's the problem, Ricky. Really? Are you sure about that, Gordon? Do you really think the city network suits care about anything except their bank account? Do you really think people won't take any excuse to ignore their own issues? Come on, Gordon. We both know. Deep down, you wanna be friendly. Nein. Sorry, Ricky. Sorry. Nein. Shoot! Was habe ich gerade gesagt? Alter! Aua! Oh. Ja, aber das überlebt! Gott aber, ach so. Okay. Where are we? Ja. Gute Frage. Hier ist ein Telefon. Hey. Ruf mir direkt mal an, oder? Nicht? Nein? Ja! Oh! Oh! The heck? Jetzt bin ich bei Fluff Ruin angekommen. Oben war Security, bin ich jetzt bei Ruin. What the hell?
weiß ob ich schon mal erwähnt haben sollte, aber für mich klingt Ricky wie dieser YouTuber Arlo. Der hat auch mit Puppen zu tun, also nicht mit Puppen, mit so. Keine Ahnung, wenn ihr den kennt, wisst ihr, was ich meine. Ich laber gerade zu viel. Aber, oh Junge, was war das denn gerade? What the hell? Vielleicht ist es sogar Arlo, ich weiß es nicht. Ich bin mal ein cooler YouTuber. Okay, Spiel endet noch nicht. Obwohl wir unsere Arbeit erledigt haben, müssen wir jetzt erstmal entkommen. Speichern wir direkt mal. What the hell? Ich habe noch nicht mal alles fertig gemacht. Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Spiel eigentlich. Nee, da wird noch mehr kommen. Da wird noch viel mehr auf uns zukommen, glaube ich. Das war's noch lange nicht. Vor allem, jetzt kommen krasse Gegner oder so. Okay, hier habe ich Muni. Da, da, da. 3, 6, 8. Oh, ist das hier blöd sortiert. Junge, Junge, Junge. Nervig. Hier nehmen wir mal ein bisschen Muni mit. Das kann nicht schaden. Komm, nimm mit. Tue ich den Rest hier zur Seite. Alright. Zack. Warte. Dreh den mal. So. Ah, das ist ein Häkchen. Brauchen wir den nicht mehr? Dann tue ich ihn weg. Vielleicht brauchen wir den auch nicht mehr. Dann nehmen wir alles an Muni mit. Nee. Nee, lass erstmal. Ist okay. Ist okay. Freunde, das Abenteuer ist noch nicht vorbei. Das ist noch lange nicht vorbei. Ach stimmt, die haben auch Stuff. Ah. Ito. Wir haben so viele Bomben. Ich glaube, das Spiel will, dass wir mal die Bomben benutzen.